Das war heute mein Outfit. Heute hat ja die Uni wieder angefangen. Aber ich gehe jetzt erstmal noch in die Stadt. Das Wetter ist voll gut. Ich bin gerade irgendwie voll gut gelaunt. Und ich will mir, glaube ich, Blumen holen. Mal schauen. Und ich muss beim DM ein paar Sachen kaufen, die mir leer gegangen sind. Ich wollte euch mal ganz kurz einen kleinen Haul machen. Das sind halt wirklich so richtig erwachsene Sachen. Ich werde immer mehr zu meiner Mom. Fällt mir irgendwie auf. Sag mir, dass du erwachsen bist, ohne mir zu sagen, dass du erwachsen bist. Ich muss jetzt schnell in die Uni. Wir haben ein Tutorial für die Prüfung nächste Woche. Ich habe einen Friseurtermin bei Ömer wieder. Hola! Schaut mal, so all in white. Ich habe mich gerade fertig gemacht. Das war heute mein Outfit. Heute hat ja die Uni wieder angefangen. Wow. Schaut mal, das ist ungefähr die gleiche Levi's-Hose, die ja vor ein paar Tagen gerippt ist. Ja, ich habe sie zum Glück nochmal bestellt gehabt, weil die sind eigentlich meine Lieblingsjeans. Und zum Glück hatte ich jetzt vor 2 Wochen erst wieder ein paar Secondhand-Jeans bestellt von Levi's. Muss die andere trotzdem eben mal fixen lassen oder so. Was ich euch eigentlich erzählen wollte, jetzt ist 15 Uhr, ich muss später ein bisschen lernen, ich treffe mich dann mit einer Freundin noch und ich habe auch später einen Call, aber ich gehe jetzt erstmal noch in die Stadt, das Wetter ist voll gut, ich bin gerade irgendwie voll gut gelaunt und ich will mir, glaube ich, Blumen holen, mal schauen, und ich muss beim DM ein paar Sachen kaufen, die mir leer gegangen sind, ich muss mal einen riesen eigentlich Supermarkt-Einkauf machen, weil ich ja jetzt ewig nicht da war und ich die ganze Zeit, wie ihr gesehen habt, nur von so Resten irgendwie irgendwas zusammenwürfel. So. Und das wäre sehr gut, wenn ich wieder normal essen kann und ein paar normale Gerichte mir machen kann. Ich habe mir übrigens so eine Sommer-Playlist erstellt. Ich verlinke euch die, glaube ich. Ich muss mal schauen. Letztes Mal, als ich euch eine Playlist verlinkt habe und die mit euch geteilt habe, da hatte ich das aus Versehen so erstellt, dass jeder die auch von euch bearbeiten konnte. Und dann haben voll viele einfach meine Songs rausgelöscht und ihre reingetan und dann war es gar nicht mehr meine Playlist. Und ich hatte mir so Mühe gegeben, so eine richtig coole Playlist zu erstellen. Ich hoffe, das geht jetzt nicht mehr. Wenn nicht, bitte hackt mich nicht. Aber ich habe so eine Playlist erstellt. Ich heiße, glaube ich, einfach Hannah auf Spotify. Ja, oha, ich bin da verifiziert, das wusste ich gar nicht. Wow, da ist auch nur die Playlist online, also schaut gerne mal vorbei. Die hat sogar schon Likes, ich habe die noch nirgendwo gepostet, okay. Aber es sind alles so richtig, richtig gute Laune-Lieder. Das ist halt so richtig so Summer-Vibes. Ich habe das halt auch wegen Spanien so erstellt, weil ich habe da sehr viel Musik gehört. Und ich wollte einfach so ein bisschen in the Spirit kommen, in diesen Sommer-Gute-Laune-Strand-Spirit. Und die Playlist ist halt wirklich gute Laune pur. Ich hatte euch nämlich sogar auf Instagram gefragt nach euren Happy Songs und dann habe ich bei ein paar reingehört und die auch dazu gefügt. Also, it's a wild mix. Ich mache mir jetzt meine Kopfhörer rein und nehme noch meine eine Tasche mit und höre eine gute Musik und laufe in die Stadt und gehe einkaufen. Schaut mal, was auch so süß ist. Ich hatte so kollektiv von ein paar Leuten Gutscheine für so einen Blumenladen bekommen. Und ja, ich fand sie irgendwie voll süß, weil dann hole ich mir selbst Blumen, aber irgendwie ja auch nicht von meinem Geld. Also ist es wie eigentlich ein Geschenk an mich selbst. Ach, keine Ahnung, ich fand es voll die süße Idee, weil man holt sich ja dann doch nicht so oft Blumen selber und so dann schon eher. Okay, weiter geht's mit der Musik. Schaut mal, wie süß übrigens. Die Lampe habe ich auch neu. Die kann man auch so dimmen und so. Und ich finde irgendwie das Pinke ganz süß hier noch. Gerade vor allem, wenn ich halt öfters irgendwie in mein Notizbuch schreibe oder Tagebuch schreibe oder so. Schreibe mir nämlich hier immer so To-Dos, was ich machen muss. Und abends finde ich es immer doof, dieses grelle Licht anzumachen. Dann ist das eigentlich voll süß. Die Baustelle nervt, so hört ihr das? Ich wollte euch mal ganz kurz einen kleinen Haul machen. Voll viele wollen das immer gern sehen, was ich so eingekauft habe. Obwohl es jetzt wirklich nicht so spektakulär ist. Ich gehe danach gleich noch Lebensmittel einkaufen. Ich habe mir Rasierschaum geholt. Ich mache gerade Hair Laser Removal, aber ich habe jetzt die Woche erst meinen zweiten Termin. Man muss ja immer so 8 Wochen zwischendrin haben. Aber egal. Ja, da habe ich jetzt einfach das geholt. Das hatte ich schon mal so ganz gut. Dann Buttpads, sehr spannend.
Trockenshampoo. Benutze wirklich sehr oft einfach fürs Volumen und so. Dann habe ich mir für meine Skincare-Routine einfach sowas geholt, damit ich mal so das Peeling und so einreiben kann. Ich dachte, vielleicht wäre das ganz praktisch. Das sind halt wirklich so richtig erwachsene Sachen. Wow. Und zwar ein Wischmat ist so ein extra Ding hier dafür, weil ich muss die immer zwischendurch waschen und dann kann ich in der Zeit nicht den Boden wischen. Und ich habe nur eins und ich dachte, man könnte es auch mal auswechseln. Die hier schmecken richtig gut. Die habe ich mir, das ist vielleicht auch mit das Interessanteste, was ich mir geholt habe. Das sind so Marzipaneier. Wow. Und als letztes noch die Mascara. Ich mag die von Maybelline alle voll gern. Ah nee, ich habe noch was Kleines. Und zwar, ich werde immer mehr zu meiner Mom. Fällt mir irgendwie auf. Die hat nämlich auch immer so Karten gekauft und so. Und mittlerweile liebe ich es, Menschen Karten zu schreiben. Also ich schicke nämlich auch ab und zu Freundinnen oder so Pakete von hier. Oder wenn die Geburtstag haben, schreibe ich denen halt eigentlich so grundsätzlich immer jetzt eine Karte. Ich weiß, früher fand ich es übel unnötig. Aber mittlerweile finde ich es voll schön, weil ich hebe selbst so Karten immer auf. Und ich finde es gar nicht so einfach, süße Karten zu finden. Deswegen wollte ich euch hier die mal zeigen. Die hatte ich sogar schon mal. Die finde ich nämlich voll süß. Wer das liest, ist toll. Fand ich cute. Die ist einfach auch sehr süß mit den ganzen Schmetterlingen. Kann man, denke ich, zu mehreren Occasions verschenken. Ich wollte extra nicht nur so Happy Birthday Sachen. Dann noch so Alles Liebe, die fand ich voll schön. Mit den ganzen Herzen. Und noch so eine kleine für dich, auch mit den Herzen. Auch sehr süß. Ich habe nämlich mehrere und Booker, die hier bei mir. Schaut euch das mal an. Aber weil ich jetzt im Moment wieder öfters Karten geschrieben habe, habe ich mir jetzt wieder neue geholt. Ja, ich habe eine Kartensammlung. Sag mir, dass du erwachsen bist, ohne mir zu sagen, dass du erwachsen bist. Okay, ich habe jetzt wirklich gar keinen Bock, einkaufen zu gehen. Aber ich denke, ich werde jetzt einkaufen gehen. Ich muss mir, glaube ich, auch mal eine Liste schreiben, was ich jetzt alles brauche, weil ich brauche viel. Let's do this. Ich habe wirklich ungefähr den ganzen Tag Zeit, bis um 17 Uhr habe ich einen wichtigen Call. Und ich habe es irgendwie voll verpeilt, musste mich jetzt im Supermarkt voll beeilen. Ich will nur ganz kurz die Tiefkühlsachen wegtun. Ich habe mich gefroren, Erdbeerenkult für Smoothies. Liebe ich nämlich. Die Sonne ist mittlerweile so untergegangen. Ja, der Call war wirklich richtig gut. Und es geht auf jeden Fall voran. Und ja, kann nichts spoilern, aber hat auch was mit dem ganzen anderen zu tun und so. Und wir mussten einfach ein paar Sachen besprechen. Aber wir haben jetzt auch über eine Stunde gequatscht und so. Und ich habe ein bisschen was von meinen Ideen preisgegeben und so. Und habe sehr genaue Vorstellungen. So. Und mal schauen, ob das alles auch genauso umgesetzt werden kann. In der Hinsicht bin ich schon sehr perfektionistisch. Aber es soll auch perfekt werden. Ich gehe jetzt zu Johanna. Wir lernen dann jetzt zusammen. Ich muss davor jetzt noch den Einkauf wegräumen. Und mein iPad mitnehmen. Oh. Hallo. Hallo. Ich habe mich wieder geliebt. Oh, so ein Baby. Guten Morgen, heute ist nämlich der nächste Tag. Ich habe mich gerade so beeilt, weil ich noch geduscht habe. Ich muss jetzt schnell in die Uni. Wir haben ein Tutorium für die Prüfung nächste Woche. Also für die Pharmaprüfung, also die schwere. Deswegen muss ich mich gerade echt beeilen. Ja, ich habe nämlich auch ungefähr das gleiche Outfit an wie gestern. Weil ich war gerade so uninspiriert und ich muss mich gerade einfach nur beeilen. Ich habe mein iPad. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Let's go. So schön aus. Wow. Hallo,
ich war jetzt über Ostern zu Hause und habe, um ehrlich zu sein, nicht gefilmt, weil ich einfach die Zeit mit meiner Familie genießen wollte. Und ich habe all meine Freundin wieder gesehen und so. Nee, wenn ich diese selten sehe, dann updaten wir uns halt richtig. Dann will ich nicht die Kamera auf die halten. Aber es war halt wirklich richtig, richtig schön. Ich muss auch sagen, ich appreciate auch so lange Freundschaften und meine besten Freunde auch von hier richtig. Also versucht das irgendwie auch nicht zu vernachlässigen, obwohl ich wirklich die Schlimmste bin in WhatsApp, Nachrichten beantworten und so. Aber wenn ich hier bin, versuche ich schon irgendwie, dass ich viele von meinen Freundinnen wiedersehe. Gerade zu Ostern sind dann alle wieder bei der Familie und dann war es echt schon richtig schön. Ich war aber jetzt auch eh nur ganz kurz zu Hause. Ich bin übrigens gerade immer noch hier, aber ich fahre später nach Krems. Zumindest der Plan. Ich bin tatsächlich gerade in Mannheim, weil ich habe einen Friseurtermin bei Ömer wieder. Diesmal ist es keine Kooperation, der hat es bloß immer so gut gemacht, dass ich dachte so, okay, wenn ich schon mal hier bin, nutze ich das gleich aus. Deswegen, ich wollte euch mal das vorher zeigen, weil hier ist es schon sehr rausgewachsen einfach. Und wenn ich einmal gewöhnt bin, so blond zu sein, stört mich das richtig. Und auch für den Sommer dachte ich mir so, komm, noch mal so ein kleines Glow-up davor, hoffentlich. Aber hier unten sind die ja auch sehr blond und auch ein bisschen kaputt, muss ich ehrlich sagen. Ich sage ihm, dass wir irgendwas Schonendes für meine Haare nehmen sollen, weil klar, das ganze Färben ist auch nicht so super. Mal schauen. Aber so ist es davor. Ja, schon sehr dunkel. Ich habe mir eine Brezel mitgenommen. Einfach nur, weil ich da wahrscheinlich so 4-5 Stunden drin sitzen werde. Friseur ist halt schon immer eine Tortur. Nach dem Friseur müsste ich noch nach Hause und meinen Koffer packen und dann geht's wieder nach Krems. Und ich freue mich auch wieder auf Krems, muss ich ehrlich sagen. Das Wetter hier ist so schlecht und in Krems wird so die nächsten Tage über so 24, 25 Grad und hier ist es arschkalt. Okay, ich bin gespannt, wie es später aussieht. Gott, das ist schon eine Veränderung. Schaut mal. Ich weiß nicht, ob ihr seht. Ich habe hier voll die Stufen, diesmal sogar mehr. Ich finde es voll schön und ich bin noch mal ein bisschen blonder. Also es fällt einfach wieder ein bisschen mehr auf, weil es vor allem von oben jetzt mehr ran ist. Und wieder dieses Face Framing und so. Schon voll schön, oder? Also die sehen jetzt viel gesünder aus für dich. So von hinten. Noch mal seht. Ich war ab 9 Uhr da und jetzt ist es fast 14 Uhr. Einfach 5 Stunden. Ich muss mich jetzt echt beeilen, weil ich muss meinen Koffer noch packen. Ich muss ja noch nach Krems fahren und ich fahre ja 7 Stunden oder so nach Krems. Das ist jetzt ein bisschen doof, weil ich saß da 5 Stunden und sitze dann nochmal 7 Stunden im Auto.